Hallo, herzlich willkommen auf unserem Channel. Heute möchte ich über Lukas 6, Vers 37 sprechen. In der Bergpredigt in Matthäus findet man eine ähnliche Stelle. Ich werde sie erst einmal vorlesen und dann darauf eingehen. Nämlich, diese Passage ist eigentlich ziemlich deutlich, ziemlich einfach zu verstehen, allerdings aus unserer modernen Perspektive nicht mehr so leicht. Und ich möchte ein bisschen erklären, wie wir diese Passage verstehen können und was sie uns sagt. Ich lese es mal vor. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Wie bereits gesagt, das steht in Lukas 6, Vers 37. Wie sollen wir diesen Vers verstehen? Er hat viele wichtige Aspekte, ich kann nicht auf alle heute eingehen, aber einiges sollten wir bedenken. Wir nehmen oft mit unserem heutigen Denken einen gewissen Widerspruch darin wahr. Klar benennen zu sollen, was jetzt das Richtige und das Falsche tun ist, dabei aber die Person nicht zu verurteilen, sondern bloß ihr Handeln. Und damit haben wir irgendwie auch recht, nämlich du kannst diese Dinge nicht trennen. Das Handeln einer Person ist in gewisser Hinsicht die Person. Ein Charakter zeigt sich ja daran, wie man handelt. Wir sagen ja auch, dass wir jemanden gut kennen, wenn wir wissen, wie sie auf gewisse Dinge reagieren werden. Wenn ich also genau weiß, was Miriam sagen wird auf einen gewissen Witz oder so, dann weil ich sie gut kenne. Damit habe ich jetzt aber erstmal das Problem verschärft. Nämlich, ich kann ja nicht sagen, dass dein Handeln moralisch falsch war und deine Tat böse war, ohne dass ich in diesem Moment nicht auch dich selbst böse nenne. Nämlich, wer behauptet, er würde einen Menschen einfach für dessen komplett freie Wahl einer moralisch bösartigen Tat nicht verurteilen, nur die Tat selber, der belügt sich. Und das führt wirklich dazu, dass in meiner Erfahrung die am meisten verurteilendsten Menschen überhaupt ständig behaupten, sie würden gar nicht richten. Einfach weil in ihrem Kopf der Mensch so getrennt ist von dem, was er tut, dass selbst die herablassendste Verurteilung für sie einfach nur ein Hassen der Sünde, aber ein Lieben des Sünders ist. Wir müssen uns diesen Fragen jetzt mal wirklich mit Klarheit stellen. Nämlich undurchdachtes und falsches Verständnis führt zu kompletter kognitiver Dissonanz oder zu verdorbenen Früchten und immer zu Heuchelei. Also, wie lösen wir das Problem? Ich glaube, indem wir zwei Missverständnisse beseitigen, die wir heute haben. Zum einen, dass Sünde eine rein private Angelegenheit ist, eine individuelle. Und zum anderen die Idee, dass Sünde moralisches Versagen ist. Ich werde beides noch erklären. Kommen wir jetzt erstmal zum ersten Punkt. Was ich damit meine, dass die Sünde keine individuelle Angelegenheit ist. Naja, jeder Mensch ist ja geprägt. Du bist ja nicht einfach da. Wir sind etwas geworden. Und in der jüdischen Bibel, also im Alten Testament, zeichnet sich das in weiten Teilen noch viel extremer ab, als wir es uns heute vorstellen können. Dort haben die Figuren gar kein Innenleben. Bis hin zum Buch Prediger, dort finden sich dann Andeutungen. Auch bei Hiob. Aber warum ist das so? Im altorientalischen Denken gab es die Idee eines inneren Menschen überhaupt gar nicht. Der Mensch war ein Geflecht von Rollen und Abhängigkeiten. Der Mensch war Sklave, Hausherr, Mann, Frau, was auch immer. Er war diese Rollen. Wir müssen jetzt natürlich nicht in diese Extremfälle zurückkehren, aber es wirft schon ein Licht darauf, wie absolut unsinnig unser kompletter Individualismus ist und vor allem wie unbiblisch. Wie ich bereits erwähnt habe, wir sagen, dass wir einen Menschen gut kennen, wenn wir wissen, wie er handeln wird. Und das bedeutet auch schon, dass der Mensch eben durch seine kulturellen Prägungen, seine Herkunft, sein Erleben geformt wird. In dem, was er als richtig und falsch erkennt. Also so das Unrecht der Sklaverei zum Beispiel oder das Unrecht der Frauenunterdrückung, wie viele Minderheiten bis heute diskriminiert werden oder wie wir die Tiere und ihre Rechte komplett missachten. Das sind Dinge eben, die teilweise bis heute oder zumindest sehr lange nie als falsch erkannt wurden, weil man nie drüber nachgedacht hat. Ich meine, der Holocaust war ja nicht das Resultat, dass ungewöhnlich viele schlechte Menschen sich in einem Land konzentriert haben.
Nee, der Holocaust war das Resultat von einer Kultur, die wie jede Kultur ihre toten Winkel hat. Und diese blinden Punkte führen in einer Krise nun mal in diesen Abgrund. Betrachten wir einfach mal Johannes 1, 29 an dieser Stelle. Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Sünde, also Singular, nicht die Sünden. Das Fehlverhalten, das Schlechte im Leben jedes Einzelnen kommt aus seiner Umgebung. In dem Buch 1984 von George Orwell, dem britischen sozialistischen Schriftsteller, sehr bekannt, wird ein sehr gutes Beispiel gegeben für diese Art der Sünde der Welt und wie sie sich zeigt. Relativ am Anfang des Buchs, in dem sogenannten Zwei-Minuten-Hass, wird den Bewohnern des Landes Ozeanien eine Aufnahme der Person Goldstein vorgespielt. Niemand hört ihm zu. Alle brechen in blinden Zorn aus, ohne genau zu wissen, warum überhaupt. Goldsteins eigene Existenz wird am Ende des Buchs in Frage gestellt. Und es wird auch klar, dass dieses Buch, seine tolle Gegenkultur, selbst nur von der herrschenden Klasse produziert wurde, weil sie nichts fundamental in Frage gestellt hat. Goldstein war eine Projektionsfläche des Mobs. Und er diente dazu als Systemstabilisator. Die Sünde der Welt liegt genau darin, dass sie sich immer über Abgrenzung definiert und stabilisiert. Darum hat auch das Christentum an Kraft verloren, als es eine Religion des wohlhabenden Bürgertums wurde. So in den 50ern ganz extrem. Also ursprünglich war es ein Glaube für die ausgestoßene Gesellschaft. Dann wurde es plötzlich ein Instrument zur Ausgrenzung. Diese Sünde der Welt lässt sich nicht vermeiden, solange wir nicht verstehen, dass der Christus in Fleisch und Blut in unsere Mitte gekommen ist und nicht in einem Weltbild. Solange wir Sünde nicht erkennen als ein gesellschaftliches Phänomen und ein gesellschaftliches Übel, sondern so tun, als wäre es nur individuelles Versagen, solange können wir auch in den Tätern gar nicht erkennen, dass sie eigentlich Opfer sind dieser Illusion, dieser Knechtschaft. Dann verurteilen wir sie, weil wir die wahre Sünde nicht erkannt haben. Wir erkennen nur die Symptome, die sich in einem Menschen zeigen, und wir erkennen nur, wie sie einen Menschen verbogen haben. Dann verurteilen wir den Menschen, aber nicht das dahinter. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Sünde ist kein moralisches Versagen. Sünde ist nämlich eine Krankheit, geboren aus Verblendung. Dazu möchte ich kurz Paulus zitieren. Also kurz, das ist eine längere Passage. Römer 7, 15 bis 24. Denn was ich bewirke, begreife ich nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin nicht mehr ich es, der dies bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich weiß nämlich, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich, elender Mensch, wer wird mich aus diesem, dem Tod verfallenen Leib erretten? Paulus schreibt, dass die Sünde die Konsequenz des Fleisches ist und er sie gegen seinen Willen tut, obwohl er erkennt, dass es falsch ist. Auch das ist etwas, das wir unbedingt berücksichtigen müssen. Stellt euch vor, jemand hat eine Erkrankung, wie zum Beispiel eine Borderline-Störung oder schwere Depression. Diese Personen werden sich manchmal unangebracht verhalten, destruktiv und falsch. Hier erkennen wir aber, dass kein persönliches Versagen vorliegt. Wenn die Person es einfach immer unterlassen könnte, dann hätte sie ja keine von diesen Krankheiten. Ich meine, auch bei einer Krebserkrankung liegt es ja nicht daran, dass du nicht genug gesund sein willst. Es hängt nicht unbedingt an deinem eigenen Willen, ob man gewinnt oder nicht. Man kann es vielleicht ein bisschen durch Sport und Ernährung beeinflussen, natürlich.
aber man trägt auch nicht die volle Verantwortung dafür. Egal wie gesund du dich ernährst, du kannst trotzdem Krebs kriegen. So ist es auch mit der Sünde. Ein sündiger Mensch ist ein kranker Mensch, kein schuldiger Mensch in diesem Sinne. Und er kann sich an Jesus wenden und sich zu Gott ausstrecken, aber der Prozess der Heilung ist langsam und Rückschläge können auch immer passieren. Also dem kranken Menschen zu sagen, dass er halt gesund werden soll, ist so hilfreich, als würde ich dir eine Tüte Chips gegen deinen Durst geben. Ist deine Erziehung deinem Willen unterworfen? Dein Umfeld? Tolles Beispiel ist auch, in den USA war lange Zeit bleiversetztes Benzin erlaubt. Obwohl man wusste, dass das neurologische Schäden verursacht. In einigen Staaten wurde es dann deutlich früher verboten als in anderen. Und dann konnte man sehen, dass die Kriminalitätsraten daraufhin in den Regionen gesunken sind, in denen man es verboten hatte. Da muss man schon zugeben, dein Verhalten ist nicht bloß eine Frage der persönlichen Moral. Wir sind in einer Welt, die von den Götzen der Gier, der Angst, der Selbstsucht und der Rücksichtslosigkeit zerfressen ist. Und dementsprechend sind wir auch niemals vollständig rein davon. Wir sind unserer Hirnchemie unterworfen. Wir sind so vielen Dingen unterworfen, die auch Einfluss auf uns üben. Aber nun kommen wir mal zurück zur Frage. Nämlich, wie können wir das Falsche jetzt eigentlich benennen, ohne den Menschen zu verurteilen? Indem wir uns das vor Augen führen, was Paulus eben geschrieben hat. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Ich hoffe, ich klinge nicht wie eine hängengebliebene Schallplatte, aber dieser Satz ist unglaublich wichtig. Kein Mensch will das Böse. Jeder glaubt, er kämpfe für das Gute. Jeder. In dem Menschen, der von Paranoia, von Angst, von Feindbildern und von Aversion komplett zerfressen ist, siehst du nicht das Böse, sondern du siehst ein verwirrtes Gutes, das von Illusionen geplagt wird. Seine Gesellschaft, sein Umfeld, seine Kultur haben ihm klare Vorstellungen von dem Guten und dem Bösen gegeben. Und jetzt muss sein Verstand eine Welt beherrschen, die sich nicht so leicht einordnen lässt. Wenn der Mensch von Grund auf böse wäre oder böse sein könnte, dann wäre das Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, im Umkehrschluss einfach zu sagen, liebe das Gute und das Böse gleichzeitig. Das ergibt offensichtlich keinen Sinn und kann so offensichtlich auch nicht stimmen. Falsch ist nämlich nicht der Mensch selber, nicht einmal seine Handlung. Du kannst niemanden verantwortlich machen für Dinge, die er nicht versteht. Nicht mal Adam und Eva haben gesündigt, das betonen jüdische Theologen sehr gerne. Nämlich, wie kann man falsch handeln, bevor man die Erkenntnis von Gut und Böse überhaupt hat? Wenn du nicht weißt, was Gut und Böse ist, kannst du dich auch nicht für eins davon entscheiden, zumindest nicht wissentlich. Alles ist von ihm und durch ihn und zu ihm hin, heißt auch, dass all unser Sehnen und all unser Wollen eigentlich immer nur auf Gott abzielt. Aber manche bemerken es nicht und das führt sie in die Irre. Anderen wird es bewusst und sie kommen ihm näher. Erkenne also die Sünde als Resultat von Illusionen an. Und dann erkenne, dass niemand frei von ihnen ist. Wenn du verstehst, dass Sünde ein gesamtgesellschaftliches Übel ist und der Mensch nicht von Grund auf verdorben ist, sondern einfach nur ein belogenes Wesen ist, das sich in seiner Lüge sicher fühlt, erst dann kannst du lieben, ohne zu urteilen. Dann erkennst du, dass falsches Handeln der Person selbst schadet und kannst in Liebe ermahnen, einfach weil du das Beste für den anderen willst. Wenn du weiterhin aber Sünde als private Entscheidung siehst, die einfach nur aus freiem Willen getroffen wird, eine freie Entscheidung für das Böse, dann musst du eingestehen, dass du eins von den zwei Geboten brechen musst. Genau wie du verstehst, dass du ein Kind in Liebe ermahnst und nicht verurteilst, wenn du ihm sagst, dass es nicht auf die heiße Herdplatte fassen soll. Genauso musst du bei Erwachsenen denken. Wir reden uns immer so schön ein, wir wären so viel reifer. Ja, ja, wir sind schon durchdachter, wir sind viel verantwortungsvoller. Wir sind nicht viel verantwortungsvoller. Überhaupt nicht. Erwachsensein bedeutet, die Illusion haben, dass du verantwortungsvoller geworden wärst. Das ist Erwachsensein.
dann aber, wenn du in dem anderen eben dieses Kind siehst, das keinen Plan hat, dann kannst du in Liebe ermahnen. Aber natürlich bedenke auch immer, du könntest vielleicht auch gerade das Kind sein, das keinen Plan hat. Also immer Demut dabei haben. Ich hoffe wirklich, dass der Punkt, den ich machen wollte, rübergekommen ist. Dass es hier nicht darum geht, Sünde zu verharmlosen. Dass es nicht darum geht, individuelle Taten irgendwie wegzuerklären. Aber du musst verstehen, dass es immer ein Resultat von Lüge ist. Nämlich Lüge ist die einzige Macht, die der Teufel wirklich besitzt. Ich hoffe, dass ihr davon was mitnehmen konntet. Ich hoffe, ihr könnt dadurch vielleicht auch eure Mitmenschen in einem anderen Licht sehen und ihnen leichter vergeben für die Sachen, für die sie gar nicht so sehr verantwortlich sind, wie sie es gerne hätten. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Tag. Gottes Segen.